Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, da kann ich Ihnen bestimmt helfen. Aber vorher darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Für wen ist das Arzneimittel? Könnten Sie mir bitte Ihre Beschwerde mal näher beschreiben? Wann treten die Beschwerden auf? Seit wann liegen die Beschwerden vor? Wie häufig treten die Beschwerden auf? Haben Sie auch andere Beschwerden? Waren Sie schon beim Arzt wegen dieser Beschwerden? Sind Sie regelmäßig beim Arzt in Behandlung? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Arzneimittel gemacht? Haben Sie noch andere Erkrankungen? Nehmen Sie noch andere Medikamente zurzeit ein? Vielen Dank für Ihre Geduld. Jetzt kann ich Ihnen ein Medikament vorschlagen. Ich möchte Ihnen Cetirizinhexal 10 Milligramm Tabletten empfehlen. Das ist ein Mittel gegen Heuschnupfen. Es stoppt den allergischen Schnupfen. Täglich sollten Sie eine Tablette vorzugsweise am Abend einnehmen. Sie sollten die Tablette unzerkaut und mit ausreichender Flüssigkeit, zum Beispiel ein Glas Wasser, einnehmen. Nehmen Sie das Medikament nur so lange, wie Sie Beschwerden haben, höchstens 5 Tage. Cetirizin wirkt ziemlich schnell, nämlich innerhalb von 10 bis 30 Minuten. Außerdem hat es eine lange Wirkdauer von 24 Stunden. Sie können Cetirizin mit oder ohne Mahlzeit einnehmen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Medikamente Nebenwirkungen haben kann. Die häufigsten Nebenwirkungen sind leichte Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, trockene Haut oder Durchfall. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie bitte an uns oder an Ihren Arzt. Sie sollten während der Einnahme von Cetirizin auf Alkohol verzichten. Das Alkohol wird das Reaktionsvermögen beeinträchtigen. Bei gleichzeitig Einnahme mit Cetirizin, werden Sie nach der Einnahme mit dem Auto fahren? Arbeiten Sie mit Maschinen? Dieses Medikament kann bei bestimmungsgemäßem Gebrauch häufig zu leichter Müdigkeit führen. Das Reaktionsvermögen verändert sich. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen wird beeinträchtigt. Falls die Beschwerden nach 5 Tagen noch bestehen oder Ihr Zustand sich verschlimmert hat, oder wenn die Beschwerden rasch wieder auftreten, sollten Sie zum Arzt gehen. Noch ein Hinweis: Sie sollten das Medikament bei Zimmertemperatur aufbewahren, nicht über 25 Grad Celsius lagern. Sie können die Kartonverpackung und die Packungsbeilage des Arzneimittels in den Papiermüll werfen. Falls nach dem Ablaufdatum noch Kapseln übrig seien, sollten Sie die Tabletten im Restmüll entsorgen. Haben Sie noch Fragen? Falls sich im Laufe der Anwendung noch Fragen ergeben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.